Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. In Deutschland gibt es über 20 Millionen Mietverhältnisse. Das heißt, ein Großteil, wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Bundesbürger lebt zur Miete. Und weil die Wohnung der höchstpersönliche Lebensraum ist und existenzielle Bedeutung hat für den Bürger, müssen wir dafür sorgen, dass Bürger gesichert in der Wohnung zur Miete leben können und keine Sorge haben müssen vor Kündigungen. Wir haben ein soziales Mietrecht. Aber an einigen Stellen, da können wir unser soziales Mietrecht durchaus noch verbessern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei geht es nicht darum, ein Feindbild vor Vermietern aufzubauen. Nein, aber wie in jeder Gruppe gibt es eben auch dort schwarze Schafe. Wir wollen nicht die normalen Vermieter treffen, sondern wir wollen die Abzocker dran kriegen. Wir stellen einfach fest, der freie Markt allein regelt die Wohnraumversorgung eben nicht ausreichend bei uns. Und wenn heute etwa ein Mieter wegen Mietrückständen fristlos gekündigt wird, dann kann er die Mietschulden bei einer fristlosen Kündigung nachbezahlen. Das ist eine gute Regelung. Das gibt einen Anreiz, dass er sich darum kümmert, das Geld noch zu besorgen. Und davon profitiert letztendlich dann auch der Vermieter, wenn er doch noch seine Miete bekommt. Und deshalb ist es für mich nicht einsehbar, dass wir diese Regelung nicht auch bei der ordentlichen Kündigung einführen. Ich finde, es gibt hier keinen Grund, die fristlose Kündigung von der ordentlichen Kündigung zu unterscheiden. Und wir schlagen eine weitere Verbesserung vor, ein Aspekt, auf den die Linken gar nicht eingehen. Bei Wohnraumverhältnissen haben wir einen besonderen sozialen Schutz, anders als bei Gewerbemietverhältnissen. Ich finde, es gibt Gewerbemietverhältnisse, da besteht ein ähnliches Schutzbedürfnis, etwa dann, wenn karitative oder gemeinnützige Einrichtungen die Wohnung angemietet haben. Es gibt zahlreiche karitative Einrichtungen oder gemeinnützige Vereine, die Wohnraum etwa für betreutes Wohnen, Frauenhäuser zum Schutz vor Opfern von Gewaltübergriffen oder Ähnlichem angemietet haben. Ich finde, auch hier sollten wir einen besonderen Kündigungsschutz einführen. Und schließlich finde ich Ihren Vorschlag, liebe Kollegen von den Linken, überraschend konservativ. Sie wollen die Eigenbedarfskündigung nur noch zulassen, wenn der Vermieter selbst oder engste Familienangehörige die Wohnung beziehen wollen. Mal davon abgesehen, dass Sie nicht genau definieren, ja, lesen Sie mal nach, was denn ein Familienangehöriger dann genau sein soll, Cousin, Sohn, Tante, Großeltern. Sie wollen offensichtlich auch langjährige Partner schlechter stellen, wenn die nicht verheiratet sind. Nach Ihrem Vorschlag kann ein Ehepaar Eigenbedarf geltend machen, nicht aber der Vermieter, der in einer langjährigen Beziehung mit seinem Partner gelebt hat. Das ist ein rückwärtsgewandtes Gesellschaftsbild und das sollte nicht Gesetz werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD hat in dieser Legislaturperiode viel für die Mieterinnen und für die Mieter erreicht. Was haben wir uns Kritik anhören müssen für unsere Neuregelung zum Maklerrecht? Jetzt gilt der Grundsatz, wer bestellt, der muss bezahlen. Und heute sehen wir, die seriösen Makler profitieren, sie halten ihre Kundschaft und die Mieterinnen und Mieter werden deutlich entlastet, weil sie nur noch dann den Makler bezahlen müssen, wenn sie tatsächlich ihn beauftragt haben. Das ist eine große Entlastung, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Mieterinnen und Mieter bei uns. Und wir haben die Mietpreisbremse eingeführt und sie funktioniert. Das zeigen zahlreiche Urteile in ganz Deutschland, mit denen Mieterinnen und Mieter Abzocke gestoppt haben durch das Gesetz, was wir hier ins Gesetz geschrieben haben, was die SPD durchgesetzt hat. Diese Urteile zeigen, die Mietpreisbremse ist sinnvoll, sie funktioniert und sie verhindert exzessive Mietsteigerungen. Und das ist ein großer Erfolg, den die SPD durchgesetzt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich kann die Mietpreisbremse noch besser werden, keine Frage. Es ist überfällig, dass wir einen Auskunftsanspruch regeln, damit der Mieter auch erfährt und damit erst seinen Anspruch berechnen kann, was der Vormieter bezahlt hat. Und natürlich sollten dann Mieter auch den vollen überzahlten Betrag zurückerstattet bekommen und nicht nur ab dem Zeitpunkt der ersten Rüge. Ich bedauere sehr, dass unsere politischen Lebensabschnittsgefährten von der Union diesen Schritt nicht mitgehen wollten. Leider war auch in diesem Bereich bei Ihnen kein Herz für die Mieterinnen und Mieter vorhanden. Ich muss es so deutlich sagen. Und gerade weil die Hälfte unserer Bürgerinnen und Bürger zur Miete lebt, werden wir uns weiterhin auch für ein soziales und für ein gerechtes Mietrecht einsetzen. Der freie Markt wird eben nicht alleine für die Wohnraumversorgung sorgen können. Und so ein besseres Mietrecht, das verschieben wir eben nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern wir verschieben es auf den Sankt-Martins-Tag, den Tag der Bundestagswahl. Ab dem 24.09. wird es hier eine Mehrheit geben für ein sozialeres und gerechteres Mietrecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Also da ich aus dem katholischen Bayern komme, so schnell wird man nicht heilig gesprochen. Das will ich Ihnen nur mal sagen. Sankt Martin, so schnell wird er nicht der Heilige. Gut. Nächste Rednerin, Renate Künast für Bündnis 90 Die Grünen.